So, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder bei uns mit einem schönen SUV. Ich habe heute für euch den Touareg V8 TDI. 310 kW, 422 PS und 900 Newtonmeter. Das ist ordentlich. Das ist eigentlich schon ein Relikt aus vergangener Zeit. Aber wir sind ja noch in der Gegenwart, trotz Corona und all dem, was da gerade so keucht und fleucht und uns beeinträchtigt. Aber der Touareg V8 ist quasi jetzt heute unser Fels in der Brandung. Und das gucken wir uns jetzt an, vor allen Dingen im Anhängerbetrieb, auf Autobahnen und was das Ding sonst noch so drauf hat. Den VW Touareg in der aktuellen Version habe ich euch bereits letztes Jahr schon gezeigt. Als V6 TDI mit 210 kW oder 286 PS. Ein sehr schönes Auto. Den Test verlinke ich euch gerade auch nochmal oben in der Infobox. Ich habe damals die Frage mal in den Raum gestellt, ob VW auch Premium kann. Ich denke schon, aber Premium sollte auch sein, denn der Testwagen war damals auch schon über der 100.000 Euro Marke. Wo viele gesagt haben, naja, für einen VW 100.000 Euro. Leute, ich sehe das entspannter, weil der Touareg spielt ja im Prinzip für mich in der gleichen Liga wie beispielsweise ein BMW X5 oder ein Mercedes GLE. Also das ist ja schon ein Oberklasse-SUV. Von daher stimmt da für mich die Verhältnismäßigkeit. Wo ich mir beim V6 allerdings noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre bei der Leistung. Obwohl, Leistung kannst du ja nie genug haben. 286 PS, habe ich damals gesagt, reicht vollkommen. Aber der Bursche hier hat ein bisschen mehr Qualm im Socken. Und das macht im Prinzip auch ein bisschen mehr Spaß. Und ich war auch sehr überrascht, wie sparsam der Bursche unterwegs ist. Kommen wir nachher nochmal beim Fahren dazu. Beim Einstiegspreis, wenn ihr also sagt, naja, ich möchte den V8 statt den V6, dann musst du rund 90.000 Euro Einstiegspreis hier hinlegen. Damit bekommst du den Burschen. Der hat dann schon einiges, was gut ist, aber noch längst nicht alles, was gut und schön ist. Und gemäß meinem Motto, haben ist besser als brauchen, hat VW den Testwagen ordentlich konfiguriert und in der Optionsliste ordentlich angekreuzt. Und jetzt sind wir hier bei einem Testwagenpreis von 126.981 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Generell unser Testwagen, finde ich, ist auffällig. Als der Wagen bei uns in der Redaktion ankam, habe ich erstmal gedacht, naja, die Farbe sieht irgendwie aus wie Omas Stützstrümpfe. Aber das war der erste Eindruck. Der zweite Eindruck war bei mir viel, viel besser. Ich habe mich wirklich an die Farbe gewöhnt. Die Farbe hat den ungewöhnlichen Namen Setura Beige Metallic. Ist also, ja, so ein silber-beige Metallic. Und wir haben hier das Airline-Paket und das Sondermodell 1 Million, weil VW hat mittlerweile 1 Million Touareg unter das Volk gebracht. Und dafür gibt es ein Sondermodell. Kostet natürlich auch ein bisschen Aufpreis. Aber ich finde, so wie er hier steht, mit der Farbe, mit dem ganzen Schwarz, mit den 21 Zoll Rädern, mega. Und wir haben sehr viele Komplimente für das Auto bekommen. Auch wenn du mal an der Tankstelle bist, du wirst oft auf das Auto angesprochen. Und Leute mögen die Farbe. Und jetzt frage ich euch mal, was sagt ihr denn zu der Farbe generell erstmal? Ne? Ich mache mal gerade oben eine Abstimmung rein in die Infobox, was ihr zu der Farbe meint. Aber könnt ihr auch mal unter das Video schreiben. Generell auf alle Einzelheiten des Touareg gehen wir heute nicht ein, weil das haben wir bei dem V6 schon gemacht. Generell können wir aber schon sehen, dass wir hier relativ volle Hütte haben. Zum Beispiel hier Kamera vorne. Wir haben auch ein Nachtsichtpaket. Bei der Kamera ist auch hier interessant. Die haben natürlich auch eine Reinigungsanlage, denn wenn das verschmutzt ist, funktioniert das natürlich auch nicht. Dann hier das Emblem vom Airline-Paket. Scheinwerfer optional hier in Matrix-LED. Super Sache, denn du fährst außerorts quasi immer mit Fernlicht. Gegenverkehr wird ausgeblendet. Auch wenn jemand vor dir fährt, wird es auch abkaschiert. Super Sache. Fahrwerkstechnisch haben wir hier auch noch Optionen, nämlich Luftfahrwerk. Und Luftfahrwerk kostet auch rund 4.000 Euro. Aber gibt ja auch eine Menge, nämlich zum Beispiel auch die Allradlenkung. Die Allradlenkung bekommst du aber auch nur mit dem Luftfahrwerk wiederum. Das Luftfahrwerk hat dann verschiedene Funktionen. Wir können den Burschen auch im Offroad-Modus bis zu 7 cm anheben. Wir können ihn auch sogar noch absenken zum Beladen beispielsweise. Und er hat auch eine Wankstabilisierung. Die Wankstabilisierung funktioniert ähnlich wie beim Audi SQ7, nämlich über Stellmotoren in den Stabilisatoren. Hat ein paar Vorteile. Zum einen Wankstabilisierung, zum einen kann auch die Achsverschränkung ein bisschen mehr sein im Offroad-Bereich. Aber der Audi SQ7 hat ein eigenes 48 Volt Bordnetz, zum einen für den elektrischen Vorverdichter, den der noch hat, und die Stellmotoren. Der Touareg hat jetzt kein 48 Volt Bordnetz, aber diese Stellmotoren sind trotzdem auf 48 Volt. Und wie machen die das? Die haben hier in den Burschen Supercaps verbaut. Eigentlich eine relativ einfache, aber clevere Möglichkeit. Supercaps sind also
Capacitors, super, ne? Also nicht, weil die so toll sind, sondern weil die sehr viel Strom speichern können, fast wie ein kleiner Akku. Und dadurch wird diese Technik dann strommäßig versorgt. Und wenn wir noch von Fahrwerk sprechen, Wattiefe im Offroad-Bereich 60 cm, was nicht wenig ist. Rädertechnisch sind wir mit 285 im Querschnitt 40 unterwegs auf 21 Zoll Felgen. Bremsanlage ist ein bisschen üppiger dimensioniert als beim V6. Wir haben hier vorne schöne 6-Kolben Bremssättel und das macht alles auch Sinn, denn wir haben durch den Motor auch 145 Kilogramm mehr Achslast vorne und der V8 wiegt natürlich generell auch ein bisschen mehr. Ich glaube, der wiegt so um die 250 Kilo, ist jetzt aber aus dem Kopf raus. Was ich außen ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass die Spiegel hier in diesem Grau sind. Also wir haben hier schwarz, wir haben dann diese Farbe, dann haben wir hier noch irgendwie so eine Grau-Silber-Schattierung. Das würde ich mir wahrscheinlich persönlich schwarz folieren. Ansonsten ist hier wirklich alles schön in schwarz gehalten. Auch die Dachreling schwarz. Verglasung ebenfalls getönt. Schick alles. Und mittlerweile auch gar nicht mehr so selbstverständlich, dass die Auspuffblenden tatsächlich eine Funktion haben. Denn hier siehst du wirklich ein Auspuffrohr. Ja? Wenn ihr mittlerweile bei vielen Autos mal hinterherfahrt, dann seht ihr nur noch Plastikblenden. Hatte ich euch auch gezeigt beim Audi SQ5. Sah kernig aus, war aber alles Attrappe. Ne? Link zum Audi SQ5 findet ihr auch oben in der Infobox. Und da blende ich euch direkt mal die Playlist ein, denn da gibt es ja mittlerweile ganz viele SUVs, die ich mal gefahren habe und immer auch eigentlich mit Anhänger. Bis auf den Trackhawk mit 710 PS, der hatte keine Hängerkupplung. Hängerkupplung haben wir aber hier beim Touareg. Das Schöne ist, die ist elektrisch. Das heißt, einmal hier drauf drücken und dann kommt der Haken raus. Ich kann jetzt unter der Heckklappe mit meinen 1,96 so gerade noch stehen. Was wir hier noch haben, als Option haben wir auch noch den Trailer Assist, wo du den Anhänger so ein bisschen rangieren kannst mit dem Joystick von der Spiegelverstellung. Habe ich euch auch mal ein Video zu gezeigt. Ich meine beim SQ7 und beim Crafter. Mein Resümee, ich brauche es nicht, aber da ist ja jeder anders. Ich habe mich nur gefragt, wozu sind diese Bolzen hier an der Anhängerkupplung? Ne? Da müsst ihr mir mal helfen, weil ich hatte schon auf Instagram eine Umfrage gemacht. Da kam im Prinzip nichts Wirkliches bei raus. Ich habe hier keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir unter das Video. Anhängelast beim Touareg V8 wie auch beim V6 ist jeweils 3,5 Tonnen. Also im Prinzip maximal, was möglich ist gesetzlich in Deutschland. Und das macht er gut, da kommen wir gleich noch zu. Wir machen jetzt diese Klappe zu und machen die Klappe vorne auf. Ja, das ist das gute Stück. V8 TDI EA898. EA steht bei VW für Entwicklungsauftrag, nicht nur bei VW, auch bei Audi. Und dieses schöne Kraftwerk haben wir euch schon mal gezeigt im Audi SQ7. Im Audi SQ7 hat dieses Kraftpaket allerdings 435 PS und 900 Newtonmeter bereits ab 1000 Umdrehungen. Und warum bereits ab 1000 Umdrehungen? Weil der SQ7 mit einem elektrischen Vorverdichter kommt. Das sind jeweils Biturbo-Motoren mit einer Registeraufladung. Registeraufladung heißt, dass untenrum erstmal ein Turbo arbeitet und obenrum dann ein zweiter zugeschaltet wird. Eventuell dann der andere Turbolader auch abgeschaltet wird. Es ist also erst ein kleiner Turbolader für ein schnelles Ansprechverhalten und obenrum ist dann der Turbolader größer. Und dafür hat der Audi SQ7 auch ein komplettes 48 Volt Bordnetz. Der Bentley Bentayga hat ebenfalls diesen elektrischen Vorverdichter. Ich glaube, der ist von Valeo, ist auch flüssigkeitsgekühlt. Die Turbos hier sind auch flüssigkeitsgekühlt, aber wir haben hier eine Besonderheit, denn die Turbos werden nicht über irgendwelche Klappensteuerungen oder so zugeschaltet vom Register her, sondern die Ansteuerung der Turbos erfolgt über die Ventile, über die Auslassventile. Denn wir haben hier einen Vierventiler und bis 2200 Umdrehungen ist dieser Motor komplett als Dreiventiler unterwegs. Das heißt, wir haben nur ein Auslassventil geöffnet und entsprechend wird nur der erste Turbo angeströmt. Und ab 2200 Umdrehungen werden dann nach und nach die anderen Auslassventile hinzugeschaltet, sodass dann ab 2700 Umdrehungen dieser Motor komplett als Vierventiler läuft und dann der zweite Turbo auch komplett mit einbezogen wird. So, und dafür hast du dann eben ein gutes Ansprechverhalten von unten rum. Und in Werten drückt sich das so aus, dass wir hier auch 900 Newtonmeter haben, aber erst bei 1250 Umdrehungen. Aber der Unterschied zum Audi SQ7 ist in der Praxis relativ marginal. Ich würde sagen, wir feuern jetzt mal die 8 Brennräume an und gehen mal mit dem Burschen auf die Straße. Wie fährt er sich, der Touareg V8? Auf jeden Fall hört man den Unterschied vom Motor. Wobei mein erster Eindruck war so ein bisschen, dass ich mir gewünscht hätte, dass er untenrum etwas bulliger, etwas sonorer klingt.
Er klingt gar nicht so viel anders, finde ich, als der V6. Aber beim Tritt aufs Gaspedal merkst du natürlich, wo der Frosch die Locken hat. Denn du hast hier immer Leistung anliegen. Ich bin jetzt hier im S-Programm unterwegs. Dann haben wir natürlich auch das aktive Fahrwerk so ein bisschen gestrafft. Ich habe aber den Eindruck, dass wir hier von der Wankstabilisierung gar nicht so extrem stabilisiert werden wie zum Beispiel im Audi SQ7. Du merkst, wenn du jetzt hier forciert ein bisschen durch die Kurven wetzt, merkst du, dass das Auto was macht. Du merkst schon noch Seitenneigung, aber bist hier wirklich sehr dynamisch unterwegs und gerade so auf Landstraße zwischen Spur 60 bis 100, da hast du schon wesentlich mehr Dampf als im V6, einfach wesentlich mehr Souveränität. Jetzt auch zum Beispiel auf der Landstraße Tempowechsel von 70 auf 100. So, ist das Thema erledigt. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt, ihr sollt mal sagen, was euch am Touareg V8 interessiert. Und natürlich wolltet ihr wissen, was verbraucht der Touareg. Ja, und ich bin den Burschen jetzt ja ausgiebig auch gefahren. Wir haben auch mal längere Strecken gemacht. Der Verbrauch hat mich hier wirklich überrascht beim V8. Denn wenn ich auf Landstraße unterwegs war und wirklich sehr vorausschauend, sehr ökonomisch unterwegs war, dann hatte ich Werte von 7,5, 7,6 Liter als Durchschnitt. Das ist schon echt heftig. Wenn du ganz normal fährst, ohne jetzt wirklich schnelle Autobahnabschnitte, dann kommst du hier auf einen Durchschnittsverbrauch zwischen 9 und 10 Litern ganz easy. Wenn du hauptsächlich Landstraße fährst, dann wirst du auch eher so im Bereich zwischen 8,5 und 9 Liter liegen. Und wenn du natürlich dann wirklich mal Gas gibst, kommst du auf Verbräuche über 13 Liter. Aber dann bist du auf der Autobahn auch sehr zügig unterwegs. Du kannst hier ohne Stress weit über 200 fahren. Das ist wirklich komfortabel. Touareg hat sich auch bei uns wieder als ideales Reisefahrzeug erwiesen. Du hast auch hinten viel Platz, was ich mir teilweise gewünscht hätte. Ich glaube, das hatte ich beim V6 auch schon gesagt, wäre eine deutlichere Spreizung der Fahrprogramme in der Luftfederung. Denn wenn du jetzt auf Komfort bist, dann hast du nicht so diesen fliegenden Teppich. Der ist immer noch relativ straff. Und wenn du auf Sport bist, hätte ich mir auch ein bisschen noch mehr Härte gewünscht. Gerade wenn du so Autobahn fährst, Kasseler Berge, ein bisschen schneller unterwegs, dann merkst du natürlich das Gewicht. Und wenn wir mal auf den Tripcomputer hier gucken, Langzeitschnitt zum Beispiel, 4.500 Kilometer gefahren, 11,9 Liter und da war alles dabei. Da war Stadt, Landstraße, Anhängerbetrieb natürlich und auch wirklich sehr schnelle Autobahnabschnitte. Ich habe hier Durchschnittsgeschwindigkeiten nachts gefahren. Die waren ganz amtlich und trotzdem hast du selbst dann noch eine ordentliche Reichweite von 500-600 Kilometern, denn wir haben einen 90-Liter-Tank. Und das finde ich gut, denn das Auto ist wirklich optimal für die Langstrecke. So, 0-100 im Touareg V8, 422 PS. Werksangabe ist 4,9 Sekunden. Ich rechne mal so mit guten 5 Sekunden und wir spannen den Wandler vor und dann geben wir Vollgas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100. Da haben wir eine Zeit von 5,3 Sekunden. Also knapp über Werksangabe, aber geht gut nach vorne, der Bursche. So, jetzt geht's mal dahin, wo der V8 sich besonders wohl fühlt, nämlich auf der Autobahn. Und da gehen wir auch schon mal etwas forcierter hier in die Kurve und haben dann natürlich hier Streckenposten schon vor uns. So, und jetzt merken wir auch schon, Allradlenkung, ne, macht das Ganze ein bisschen handlicher. Und jetzt geben wir mal hier Vollgas und sind schon am Ende der Beschleunigungsspur auf 160. Und das Ganze geht jetzt wunderbar vorwärts. 190, 200, 210, 220. Jetzt wird er etwas ruhiger. So, jetzt auch mal Tempowechsel 140 auf 200. Das ist wirklich entspannt. Also bis 200 geht das Ding wirklich ordentlich. So, 0, 200, 60, 70, 80, 100. So, und jetzt auf 200. 0,200 haben wir gemessen mit unter 20 Sekunden. Das ist schon recht ordentlich. Und der Ordnung halber 100 bis 150 haben wir hier 5,5 und
100 bis 200 haben wir 14,5 Sekunden. So interessant beim Touareg ist, dass wenn ich in der V-Max bin, die ja bei 250 abgeriegelt ist, dann zeigt der Tacho 252, mein GPS zeigt aber dann 256. Das heißt, wir haben sogar eine Abweichung nach unten. Was mich beim Touareg irritiert hat, ist, dass er beim Bremsen aus so hohen Geschwindigkeiten, wenn ich jetzt wirklich hart bremse, dann muss ich etwas korrigieren. Das mag aber auch in den Winterreifen liegen, denn da bin ich natürlich nicht so optimal wie mit guten Sommerreifen jetzt unterwegs. So, nochmal hier Autobahnausfahrt. Kündigt sich das ESP so ein bisschen an und auch Abbiegevorgänge können hier leicht untersteuernd absolviert werden. Kraftverteilung übrigens grundsätzlich hier 60 hinten, 40 vorne, aber wir können bis zu 80% der Kraftverteilung auch nach vorne geben. Und das ist immer variabel. Es geht auch hier über die Fahrprogramme. Wasseranschlupf zulässt, ob er jetzt in einem Geländemodus unterwegs ist oder eben im Sportmodus. Das ESP ist dann ja auch etwas anders abgestimmt. Und ich kann auch das ESP konfigurieren, dass es zum Beispiel etwas später greift, was dann bei einer sportlichen Fahrweise durchaus ein bisschen mehr Spaß bringen kann. Beim Thema Getriebe sind wir hier mit der ZF8-Gang Wandlerautomatik unterwegs. Im Prinzip das einzige und beste, was du bei so einem Auto haben kannst, wenn du so viel PS hast und zum Beispiel dann auch im schweren Anhängerbetrieb unterwegs bist. Getriebe schaltet gut, schaltet schnell. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Automatik den großen Gang noch ein bisschen länger nach unten rumhält. Gerade da wir hier den V8 haben, hätte ich gedacht, dass die Automatik zum Beispiel im Stadtverkehr doch noch eher hochschaltet, um mit sehr niedrigen Umdrehungen unterwegs zu sein. Macht sie aber nicht. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass er teilweise relativ lange braucht, wenn ich jetzt in den Rückwärtsgang schalte beim Rangieren. Da gibt es schon mal eine Gedenksekunde. Thema Innenraumbedienung, da verweise ich auf das Video vom V6, da habe ich euch das schon lang und breit erklärt. Mein Eindruck vom letzten Touareg-Test hat sich auch hier wieder so ein bisschen bestätigt. Du steigst in dieses Auto ein, wir haben hier dieses sogenannte InnoVision genannte Cockpit als Option mit dem riesen Bildschirm. Sieht echt mega aus, aber es ist ja fast alles nur noch per Touch bedienbar und das finde ich sehr schade. Ich würde mir dann sogar das kleinere Display manchmal zurückwünschen, weil da hast du zumindest für die Sitzheizung hier und für die Klimabedienung so ein paar Knöpfe noch. Und da ist ja immer wieder das Thema, kann ich intuitiv bedienen hier mit so einem Touch-Display? Ich finde, man kann es nicht und es fehlt ja einfach auch so das haptische Feedback. Ich finde es einfach immer gut, wenn du einen Knopf für die Heizung drehst oder drückst, du hast dann eine Rückmeldung, die hast du hier nicht. Und das wäre zum Beispiel auch die Sache, die du beim Audi SQ7 hast. Da hast du noch diese schönen Drehregler für die Heizung mit der Temperaturanzeige in der Mitte. Ganz straight, ganz easy. Finde ich wunderbar. Und wenn wir uns mal umschauen, sind die Tage dieser Bedienlogik gezählt. Aber immerhin können wir die Lüftungsdüsen hier noch regulieren. Das können wir schon beim neuen Golf beispielsweise auch nicht mehr. Und was ich noch ein bisschen schade finde, das Getriebe kann auch segeln. Das heißt, wenn ich vom Gas gehe und das macht für das Auto Sinn, dann lässt er mich ausrollen, das spart Sprit und das kann ich leider nur im Eco-Programm. Ich hätte das eigentlich mit der Segelfunktion auch in einem Normalprogramm gerne gehabt. Und wenn wir schon nicht mehr so viele Knöpfe haben, dann gehen wir ja oftmals mehr auf Sprachbedienung. Ne? Alexa, Google Assistant und so weiter kennt man ja heute, ist man auch gewohnt und dann finde ich, fällt dir erstmal auf, wenn man hier eben noch ein bisschen zurück ist, denn wir haben hier keine intuitive Sprachbedienung. Viele Befehle, die man einfach da so reinspricht, die funktionieren nicht. Das finde ich nicht so schön, gerade wenn man MBUX gewohnt ist oder auch beim neuen Audi oder bei den neuen BMWs. Da sind wir hier leider ein bisschen zurück vom Stand der Technik und das fällt dann natürlich auf, insbesondere wenn du mittlerweile Alexa benutzt oder Google Assistant, Sprachbedienung in deinem Handy. Da kannst du im Prinzip alles reinquatschen. Hier versteht die gute Dame dann oft nur Bahnhof. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber generell Qualitätsanmutung, Qualitätseindruck ist super, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. So Freunde, jetzt machen wir nochmal Anhängerbetrieb mit dem Touareg V8. Ich bin hier gerade bei HGL, habe meinen Anhänger abgeholt. Minibagger mit Anhänger, 3,5 Tonnen, das heißt wir nutzen die Anhängerlast maximal aus.
Und dann gucken wir mal, wie das Baby sich fährt hier. So, 420 PS, 900 Newtonmeter machen sie natürlich auch beim Tempowechsel auf der Landstraße gut. Ich fahre jetzt hier aus der 50er-Zone raus und jetzt Kickdown. Und relativ gepflegt haben wir jetzt 80 km/h erreicht. So, bin jetzt hier entspannt mit Tempomat auf der Landstraße unterwegs und wir sehen, der Tacho ist relativ genau. Ich habe hier 83 km/h auf dem Tempomaten und 80 km/h auf dem GPS. Wenn ich jetzt mit Anhänger hier auf der Landstraße bin, dann bin ich auch mit meinen 80, 90 km/h nicht im achten Gang. Wenn ich jetzt hier manuell schalte, kann ich auch nicht in den achten. Das heißt, siebter Gang ist das höchste der Gefühle. Den achten Gang kann ich erst so bei etwa gut über 90 manuell einlegen. Das Interessante ist aber, dass er dann auch weiter im achten bleibt, wenn ich dann mit der Geschwindigkeit wieder runtergehe. Und mit dem Trick kann ich jetzt hier mit 1200 Touren gepflegt hier auf der Landstraße mit 3,5 Tonnen am Haken fahren. Aber wenn ich mal auf den Verbrauch schaue, da bin ich jetzt hier so beim momentanen Verbrauch 14,4, 14,6. Und wenn ich jetzt einen Gang runterschalte, dann bin ich tatsächlich sogar niedriger im Verbrauch. So, jetzt zeige ich euch nochmal einen typischen Fall hier. Ich bin auf der Landstraße hinter einem Trecker und möchte jetzt überholen. Ich habe jetzt hier meine 40 drauf und jetzt Kickdown. Und schon bin ich bei 80. Das ist wirklich super. Und deswegen ja auch meine Devise, mit einem Anhänger kannst du eigentlich nie genug Leistung haben. Viele sagen natürlich, ja, du musst ja damit nicht so schnell fahren, aber geht einfach darum, dass man souverän unterwegs ist. So, jetzt Beschleunigung im Touareg V8 080 mit 3,5 Tonnen am Haken. Wir haben Fahrprogramm auf S, wir spannen den Wandler etwas vor und dann geben wir Vollgas. 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 80. Und da haben wir einen Wert von 8,2 Sekunden. Das ist erwartungsgemäß sehr gut. Wir blenden euch gerade noch mal ein paar andere Zeiten ein in dieser Disziplin, unter anderem vom G63 und SQ7. Und da seht ihr mal, wie der Bursche sich hier macht. Der Motor in Verbindung mit der Masse des Fahrzeugs und mit der Luftfederung, es wird eine perfekte Kombi. Du hast hier wirklich souveränes Fahren mit dem Gerät da hinten dran. Es ist auch vom Verbrauch wirklich erstaunlich wenig. Wir haben unsere Verbrauchsrunde im Mix aus Landstraße, Stadt und Autobahn ausgelittert und sind auf einen Durchschnittsverbrauch von 11,6 Liter gekommen. Und das ist wirklich verdammt wenig in Anbetracht dessen, was da hinten dran hängt und was wir auch an Leistung haben. Es zeigt aber auch, dass gerade im schweren Anhängerbetrieb mehr manchmal doch weniger sein kann. Ich blende euch oben gerade meine Infokarte, meine ganzen Pickup-Tests ein. Und da haben wir ja auch immer gemessen. Und da kamen wir teilweise auf Verbräuche über 14 Liter, obwohl wir nur einen Vierzylinder hatten. Also du kannst auch mit so einem großen Motor durchaus sparsam fahren und vor allen Dingen dann viel souveräner, viel entspannter. Denn wenn du jetzt zum Beispiel mal Tempowechsel hast oder du willst auf der Landstraße einen Trecker überholen, dann macht sich das schon bemerkbar. Ist einfach easy. Was generell immer eine gute Kombi ist im Anhängerbetrieb, sage ich immer wieder, ist das Thema Abstandsriegeltempomat, hier ACC. Ich habe auch noch hier den Lane Assist, also die aktive Spurführung. Das macht das Ganze wirklich herrlich entspannt. Gerade auf der Autobahn setzt du dich hinter den LKW und lässt das einfach laufen. Was aber jetzt im Anhängerbetrieb nicht mehr funktioniert, ist hier der Totwinkelwarner. Das ist aber eigentlich bei allen Autos so, denn die überwachen ja so den Rückraum und dann haben sie quasi immer ein Fahrzeug imaginär hinter dir, nämlich der Anhänger, und das bringt die so ein bisschen ins Grübeln, die Assistenten, deshalb ist das dann nicht aktiviert. Kombination der Luftfederung ist im Anhängerbetrieb auch super. Ich habe jetzt allerdings keinen speziellen Modus für den Anhängerbetrieb gefunden. So wie ich das aber hier sehe, hat der Touareg keinen besonderen Modus für den Anhängerbetrieb, aber man kann auch immer mal so probieren, in den Sportmodus zu gehen, weil er da insgesamt straffer gedämpft ist und sich nicht so schnell aufschaukelt. Hier habe ich jetzt aber mit dem Anhänger in der Kombination gemerkt, dass wir da im Komfortmodus sogar besser unterwegs waren, weil er trotzdem die Nickbewegung gut wegdämpft, ohne wirklich dann zu hart zu sein. Von daher, Touareg V8 für den Anhängerbetrieb ist super.
Es gibt definitiv wenige Autos, die das besser können, alleine schon von der Motorisierung. Und das Schöne ist, gegenüber zum Beispiel dem G63 AMG, den wir auch im Anhängerbetrieb getestet haben, ist dieser Bursche auch noch relativ überschaubar von den Kosten bewegbar. Generell Touareg V8 als Zugfahrzeug, würde ich sagen, perfekte Kombination. Gerade der Motor macht richtig Spaß. Und wenn man überlegt, es gibt ja wenige Autos mittlerweile in der Leistungskategorie, die noch einen V8 haben, auch als Diesel. Mercedes zum Beispiel hat ja nur noch den 400er als Diesel, das ist aber ein 3-6-Zylinder, auch schönes Fahrzeug, aber dieser legt eben noch mal ein bisschen mehr drauf, vor allem 900 Newtonmeter kannst du mit leben. Ich habe ja schon mal den G400D für euch gefahren, blende ich mal gerade oben meine G-Klasse-Playlist ein. Vielleicht kriegen wir ja den 400er auch noch mal in die Redaktion, dann kann ich auch den noch mal im Anhängerbetrieb fahren. So, jetzt kannst du auch noch mal sehen, Rückfahrkamera perfekt, ich habe ja auch diese Anhänger Option oder diese Anhängersicht und jetzt habe ich hier diese Peillinie, die sich mit dem Lenkwinkel auch synchronisiert und da kann ich wirklich perfekt genau mit meiner Kugel unter die Anhängerkupplung fahren. Und was natürlich auch hier wiederum ganz nett ist, die 3D-Ansicht habe ich euch beim A8 schon mal gezeigt. Finde ich auch liebevoll gemacht, denn hier Bremslicht und auch zum Beispiel Blinker und hier Lenkeinschlag. Das ist alles entsprechend adaptiert hier in dieser Ansicht. Lohnt sich der V8? Wie ist der Vergleich zum V6? Das müsst ihr natürlich selber sehen. Der V8 macht auf jeden Fall Sinn für mich, weil er macht eine Menge Spaß und er ist echt sehr sparsam. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass du diesen Burschen unter 8,5 Liter kriegst. Easy, ne? Gar kein Problem. Du hast eine unheimliche Souveränität, die dir das Triebwerk hier mit in das Auto bringt. Gerade wenn du im schweren Anhängerbetrieb bist, ne? Wir haben ja gezeigt, Bagger 3,5 Tonnen, gar kein Problem. Echt souverän. Aber viele Leute von euch haben ja vielleicht auch einen Wohnwagen mit 2,5 Tonnen oder einen Bootstrailer. Ne? Ist das hier das perfekte Auto? Und habt ihr auch gesehen, der V8 verbraucht im Anhängerbetrieb nicht mal mehr als der V6. Von daher würde mich jetzt eure Meinung interessieren zum V8. Was haltet ihr von dem Auto? Was ist in der automobilen SUV-Oberklasse für euch die Option? Touareg V8 oder vielleicht die Kollegen von BMW, Audi oder Mercedes? Schreibt es unter das Video wie immer. Ne? Und in diesem Sinne, ich empfehle euch nochmal, schaut in die Playlist vorbei mit allen SUV-Tests, insbesondere so Exoten wie der Jeep Grand Cherokee Trackhawk oder der G63 AMG. Schöne Autos mit Exotenstatus und dann Abo nicht vergessen und auch die Glocke. Und dann kriegt ihr nämlich zu hören, wenn wir demnächst mit dem nächsten Kandidaten um die Ecke kommen, nämlich einem Pickup wieder, dem Mitsubishi L200 in der neuen Version.